Pont zu stürzen. Einen reuigen Konvertierten. Noch dazu in der Kirche. Ein unentschuldbares Verbrechen. Nun werden eure Herren bei den Kunari endlich bezahlen. Was? Weshalb Seamus töten? Ihr wart immer eine Plage. Aber jemanden einfach so zu töten, ist selbst für euch Neuland. Er hat den Erbauer bewusst verleugnet. Wie viele wären ihm gefolgt, hätte das keine Bestrafung nach sich gezogen. Und dennoch wird selbst dieser Sympathisant des Feindes Rachegelüste wecken, wenn der brutale Mord an ihm aufgedeckt wird. Guter Plan. Aber nur bis die Leute im Krieg gegen die Kunari fallen wie die Fliegen. Das wahre Verbrechen bestünde darin, zu sterben, ohne geprüft worden zu sein. Die Leute brauchen die Chance, ihren Glauben zu verteidigen. Und zwar zunächst gegen euch. Erringt eure Belohnung für dieses Leben und das nächste. Diese Ketzer müssen sterben. Ach Gott, Patrice. Sei doch nicht so doof. Wahrlich eine Schlange. Dürfen wir mal Berserk aktivieren oder so? Ich brauche Ruhe. Wo sind denn die restlichen Gegner? Aha. Da sind sie ja. Ah, da noch mehr. Ein rechtschaffender Bürger. Ist ja nicht mal eine Herausforderung. Seht ihr, euer Gnaden? Verräter greifen den innersten Kern der Kirche an. Jeder ihrer Schritte besudelt uns. Der Tod lauert in jeder Ecke, junge Mutter. Wie ihr vorhergesagt habt. Und zwar genauso. Es hat ein Verbrechen gegeben. Sie hat bereits Zweifel. Vergebt mir, euer Gnaden. Aber ihr müsst die Wahrheit über das erfahren, was sich hier abgespielt hat. Behaltet euren Kunari-Schmutz für euch. Hier steht eine Hand der Göttlichen. Ich habe Ohren, Mutter Patrice. Der Erbauer würde sicher wollen, dass ich sie auch nutze. Der Sohn von Vicomte Dumas ist tot. Er wurde hier in eurem Namen umgebracht. Das würde meinem Namen aber gar nicht gefallen. Patrice? Seamus Dumas war ein Konvertit der Kunari. Er kam hierher, um zu bereuen, und wurde ermordet. Ob man die Kunari nun schätzt oder hasst, eine blinde Nack würde sehen, dass sie zu weit gegangen ist. Kein Preis ist zu hoch, wenn es um die Ewigkeit geht. Die Ewigkeit dauert so lange, dass keine Eile besteht, zu ihr zu kommen. Sie verleugnen den Erbauer. Und ihr mindert ihn, obschon ihr seine Seite für euch beansprucht. Andraste hat sich nicht freiwillig in die Flammen begeben. Sarah Hawk, steht da neben euch ein Hauptmann der Wache? Die junge Mutter hat in ihrem Urteil gefehlt. Ein Gericht wird über ihr Schicksal befinden. Die Kirche respektiert das Gesetz. Oberste Klerikerin? Oberste Klerikerin! Du? Na, Kunari. Wie unnötig. Wir beschützen jene, die dem Kuhn folgen. Wir lassen die unseren nicht im Stich.
Lasst Vicomte Dumas herbitten. Ach Gott. Mein Sohn. Ermordet im Herzen der Kirche von denen, für die Vertrauen heilig ist. Welche Hoffnung besteht für die Stadt, wenn wir so gar nichts für die unseren tun können? Es ist nicht vorbei, Exzellenz. Die Stadt braucht einen Anführer. Das stimmt. Und ich kann das nicht länger sein. Bitte. Hawk. Lasst mich allein. Das wird der Kunari-Bedrohung nicht gefallen. Also, dem Arishok wird das nicht gefallen. Ganz und gar nicht gefallen wird es ihm. Neue Quest auf der Jagd nach einem Dieb? Nanu? Die Anforderung des Kuhn im Anwesen wartet jemand mit wichtigen Neuigkeiten, sprich in deinem Anwesen der Oberstadt mit Isabella. Ah, die gehört zur Haupthandlung. Nanu? Was will die denn von uns? Das wird die Spannungen nicht mindern. Der Sohn des Vicomte und die Aggression der Kunari. Wenn auch gerechtfertigt. Die Sache wird niemals enden. Hawk, ich dachte, es könnte warten, aber ich muss mich in eurem Haus mit euch unterhalten. Möglichst bald. Was will die denn von uns? Lass es mich raten. Sie will, dass wir eine Armee anführen gegen die Kunari. Da wäre ich dabei. Ich sag schon die ganze Zeit, ich lass mich reinstürmen und... Ja. Anforderung des Kuhn? Beides das gleiche? Ich sag schon die ganze Zeit, lass mich reinstürmen und den Arishok einfach umbringen, so wie alle anderen Tsunari. Wäre das Problem aus der Welt. Ich gehe gerne mit dem Kopf durch die Wand, aber in dem Fall würde es tatsächlich das Problem lösen. Das hier ist wichtig. Funkt nicht mit eurem selbstsüchtigen Geschwätz dazwischen. Kommt mal von eurem hohen Ross runter. Ich habe auch meine Probleme, wisst ihr? Was soll ich mir zu trinken bestellen? Und wer ist wohl der Vater? Oh, ihr Kleine. Gibt es noch freie Plätze für eure Kleine? Aufführung? Hawk, der Arishok gewährt zwei Flüchtigen Unterschlupf, die zum Kuhn übergetreten sind. Er muss davon überzeugt werden, sie gehen zu lassen. Dank Petris fürchten ihn die Leute ohnehin schon. Wenn jetzt auch noch der Eindruck entsteht, er könne sich über das Gesetz stellen. Ich brauche eure Hilfe, damit die Dinge nicht außer Kontrolle geraten. Ich werde sterben. Na also, jetzt habe ich eure Aufmerksamkeit. Ich habe ein echtes Problem. Eins nach dem anderen. Moment. Wovon sprecht ihr? Erinnert ihr euch an die Reliquie? Die wegen der Castillon mich umbringen will? Ein Mann namens Schielaugen Sam hat sie. Wenn ihr mir helft, sie in meinen Besitz zu bringen, wird Castillon mich nicht töten. Ich bitte euch. Ich versuche zu verhindern, dass sich die gesamte Stadt gegen die Kunari zusammenrottet. Nun ja, es gibt da vielleicht eine Verbindung. Wie bitte? Ich sage nur, dass uns die Reliquie vielleicht weiterhilft. Für irgendjemanden ist sie vielleicht wichtig, nicht wahr? Auf einmal fangt ihr an, verantwortungsbewusst zu werden. Verdammt. Wer sind die Flüchtlinge eigentlich genau? Wieso sollte irgendjemand ausgerechnet zu den Kunari fliehen? Es sind Elfen, die des Mordes angeklagt sind. Vielleicht denken sie, sie hätten nichts mehr zu verlieren und sind deshalb aus dem Gesindeviertel geflohen. Und wenn sie wirklich konvertiert sind? Ich weiß es nicht. Aber wie viele werden dasselbe versuchen, wenn ich es jetzt zulasse? Sie dürfen sich nicht einfach der Gerechtigkeit entziehen. Ihr rechnet also mit Ärger? Nach dem, was mit dem Sohn des Vicomte geschehen ist, ja.
Ich hoffe, die Kunari sind nicht auf einen Kampf aus. Ich hoffe, sie lassen vernünftig mit sich reden. Aber das werden wir sehen müssen. Warum kommt ihr damit zu mir, Evelyn? Das klingt nach einer Angelegenheit für euch und möglichst viele eurer Gardisten. Einen ganzen Trupp zu schicken, würde die Spannung nur noch verstärken. Aber ihr habt recht. Ich bin der Hauptmann. Ich trage die Verantwortung. Allerdings hat der Vicomte vermutlich gehofft, dass ich mich in dieser Angelegenheit an euch wende. Dann hätte er selbst kommen sollen. Vielleicht. Aber es ist verständlich, dass er momentan nicht in bester Verfassung ist. Ich würde ihm gerne helfen, wenn ich kann. Hä? Das habt ihr gerade erst gehört? Ich habe keine Ahnung, was er meint. Wieso kommt das alles so plötzlich, Isabella? Sam hat mit Schwarzmarkthändlern überall in der Unterstadt gesprochen. Es war nicht besonders schwierig, das mitzubekommen. Was mich frustriert ist, dass er die Reliquie so lange behalten hat. Wer sind Sams Käufer? Wer ist an dieser Übergabe beteiligt? Ein paar Magier aus Tevinter. Und ich bezweifle, dass sie über unsere Einmischung besonders erfreut sein werden. Ihr solltet also ein Schwert mitbringen. Oder 12. Erzählt mir von diesem Sam. Sam hat früher mit Martin gearbeitet. Ihr erinnert euch doch an ihn. Martin sagt, Sam sei wie eine Elster. Er nimmt sich Dinge, die ihm nicht gehören. Kein besonders vertrauenswürdiger Kerl. Seit Martin die Seeräuberei an den Nagel gehängt hat, ist Sam ein Herumtreiber. Aha. Seid ihr sicher, dass es diese Reliquie ist, hinter der ihr her seid? Ich habe mich schon seit einer ganzen Weile umgehört und dabei ist mir auch eine Beschreibung des Buches zu Ohren gekommen. Es ist das Richtige. Ein Buch? Ich dachte, ihr wüsstet nicht, was die Reliquie ist. Nun, ich weiß, dass sie ein Buch ist. Mehr weiß ich allerdings nicht. Es ist in einer fremden Sprache verfasst. Um ganz ehrlich zu sein, welche Rolle spielt das schon? Es wird mich vor Castillon retten, also brauche ich es. Ach, gut, na gut, wir helfen ihr. Wir haben schließlich was mit dir am Laufen. Und ich glaube, wenn wir nicht helfen, dann ist das ganz schnell zu Ende. Außerdem ist sie unsere Freundin. Wir müssen diese Angelegenheit mit der Reliquie klären, bevor wir uns um die Kunari kümmern. Ihr vertraut ihr wirklich so sehr? Vermutlich nicht. Ich würde es jedenfalls nicht tun. Sie werden nicht ewig im Areal abwarten, Hawk. Ich hoffe wirklich, das hier hilft uns weiter. Denn wenn nicht... Denkt ihr etwa, mir macht es Spaß, ständig an dieses Ding zu denken? Kommt schon. Die Übergabe findet heute Nacht in einer Gießerei in der Unterstadt statt. Gießerei, Unterstadt, heute Nacht. Seid ihr euch da sicher? Der Champion wurde gebeten, zu den Kunari zu gehen? Ich nehme an, ihr denkt, er hätte das alles geplant. Wenn man bedenkt, wohin es geführt hat. Ach, kommt schon, Sucherin. Ich will Hawks Licht nicht unter den Scheffel stellen, aber niemand hätte vorhersehen können, wie es sich entwickeln würde. Oder denkt ihr immer noch, ich lüge, um meinen Freund zu schützen? Einige Elemente eurer Geschichte ergeben Sinn. Und ihr hättet ansonsten nichts darüber wissen können. Da bin ich aber erleichtert. Das heißt jedoch nicht, dass ihr mir auch alles erzählt. Ich will, dass diese Geschichte erzählt wird. Ihr seid nicht die Erste, die eine völlig falsche Vorstellung hat. Ich glaube, so viel bin ich Hawk schuldig. Soll das dann heißen, sterben wir? Klingt fast so. Sind eure Reisen erfolgreich verlaufen? Nicht wirklich. Ich fürchte, es gibt nichts Neues zu berichten. Aha, okay, es gibt keine neuen Briefe. Dann verlassen wir mal unser Zuhause. Um eine Reliquie für unsere Freundin Isabella zu beschaffen. Das heißt, Isabella muss dabei sein. Und Varric natürlich auch wieder. Und ich glaube, wir nehmen auch mal wieder anders mit, ganz ehrlich. Er geht mir zwar auf die Nerven, aber seine Zauber sind doch eigentlich ganz nützlich. Und ein Magier schadet ihm. Auf der Jagd nach einem Dieb. Da bin ich mal gespannt. Zuerst sagst du, das Relikt ist in einer Kiste und sie wüsste nicht, was es ist. Und dann ist es ein Buch, aber sie weiß trotzdem nicht, was es für eins ist, weil es in einer fremden Sprache geschrieben wurde. Da stimmt doch was nicht. Und dann kommt sie zu uns, wenn... Kommt sie, gesagt, dann zu uns, wenn die Kunari... Bedrohung. Was zur Hölle? Schlimm wird.
und die zwei letzten. Was ist das? Ja, das war's. Flasche mit antivianischem Brandwein. Aha. Auf zur Gießerei, wo unsere Mutter gestorben ist. Allerdings nicht dasselbe Gebäude, glaube ich. Oh, Kunari. Super. Was machen die denn hier? Halt! Ihr werdet uns die Reliquie übergeben. Ich hab eure dämliche Reliquie nicht. Was zur Hölle? Karaschok ist der Passat. Isabella, wir müssen falls ganz dringend reden. Karaschok fragt, warum wir seine Männer getötet haben, sagen wir einfach, es sei ein Unfall gewesen. Ja. Nun, was das betrifft, die Reliquie gehört den Kunari. Es besteht also eine winzige Chance, dass sie sie zurückhaben wollen. Seid ihr verrückt? Wirken die Kunari auf euch etwa wie ein Volk, das gerne teilt? Natürlich wollen sie sie zurückhaben. Ich wusste immer, was die Reliquie ist. Ich wollte euch einfach nicht beunruhigen. Beunruhigen? Ihr seid ein Ausbund an Sanftmut, Rivainerin. Die Reliquie ist ein Kunari-Text, den dieser Philosoph eigenhändig verfasst hat. Dieser Keslen Kusland, oder wie auch immer er heißen mag. Ich habe ihnen den Text gestohlen und sie sind mir hierher gefolgt, um ihn zurückzuholen. Und deshalb sind sie auch noch immer in Kirkwall. Sie können die freien Marschen nicht ohne ihn verlassen. Ihr habt die Reliquie gestohlen? Wie habt ihr den Kunari die Reliquie gestohlen? Sie war nie im Besitz des Arishok. Die Orlaisianer hatten sie und planten, sie den Kunari zurückzugeben. Ich musste einfach nur die orlaisianische Karawane überfallen, bevor sie mit dem Arishok und seinen Männern zusammengetroffen ist. Die Reliquie zu stehlen war leicht. Der schwierige Teil war, den Kunari zu entkommen. Und was ist mit dem Schiffbruch? Ich dachte, ihr und die Kunari wärt in einen Sturm geraten. Der Sturm war nur die halbe Geschichte. Ich hatte auch noch das Kunari-Schlachtschiff im Rücken wie einen üblen Ausschlag. Es hat Feuer und Donner nach mir gespuckt. Bist du da überrascht? Würden Kunari mit der Reliquie abziehen? Vielleicht würde es Evelyns Problem ja lösen, wenn sie die Reliquie zurückerhielten. Hier geht es um einen Haufen Elfen. Und ich brauche die Reliquie, um meine Haut zu retten. Und für wen hat die Reliquie einen Wert? Warum sollte außer den Kunari noch jemand Interesse an der Reliquie haben? Das Reich von Tevinter befindet sich seit Jahrhunderten im Krieg mit den Kunari. Wenn Tevinter die Reliquie in die Hände bekäme, würde das der Moral der Kunari einen Schlag versetzen. Und vermutlich ist es auch genau das, was die Magier beabsichtigen. Hält das nur wegen eines Buches? Das klingt, als würden die Kunari ihren Lesestoff ziemlich ernst nehmen. Gibt es denn überhaupt irgendetwas, das die Kunari nicht ernst nehmen? Hört zu, das Buch ist da drin, in diesem Gebäude. Und ich werde es mir nicht noch einmal durch die Finger gleiten lassen. Es ist das Einzige, was mir Castillon vom Hals schaffen kann. Bitte sagt mir, dass ihr mir die Reliquie geben werdet. Oh Gott. Na gut. Sie gehört euch. Euer Leben hängt von ihr ab. Wirklich? Das hätte ich nicht erwartet. Es ist schön, dass endlich mal jemand auf meiner Seite steht. Also los, wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Im Notfall kann ich den Arishok auch einfach noch töten. Das will ich ja schon die ganze Zeit vom Anfang an. Ich will den blöden Großkotz endlich mal eine richtig schöne reinhauen.